Guten Tag, mein Lieben. Ich habe euch ja vor ein paar Monaten schon mal von dem Snorri-Spray erzählt. Ich habe einmal das Snorri-Rachenspray, das nehme ich jetzt seit circa einem halben Jahr ungefähr, würde ich sagen. Und ich habe einmal das Snorri-Nasenspray. Also es wirkt auf jeden Fall gegen Schnarchen, tatsächlich. Das Nasenspray wirkt mir jetzt, bringt mir jetzt nicht so viel. Es macht die Nase frei, ja. Man macht in jedes Nasenloch zwei Spritzer, die Nase ist frei. Bei mir kommt es aber wirklich eher hier aus dem Rachen, das Schnarchen. Und es hilft jetzt, klar, kann man sagen, woher willst du das wissen? Du hörst doch gar nicht, wenn du schnarchst. Ich habe tatsächlich manchmal so heftig geschnarcht, dass ich mich selbst nachts davon erschrocken habe. Und meine Partnerin sagt aber auch, dass das Schnarchen mit dem Spray weniger geworden ist. Also es funktioniert. Das Schnarchen ist nicht 100% weg. Es ist manchmal ganz, ganz leise. Manchmal ist es weg. Je nachdem, wie schlimm das wahrscheinlich auch ist. Für mich oder für Leute auch, wenn es aus dem Rachen kommt, Empfehlung fürs Rachenspray. Ich packe euch den Produktlink mit in die Videobeschreibung. Ist ganz einfach anzuwenden. Ihr sprüht das viermal, ich nehme es manchmal auch fünfmal, in den Rachen. So. Ganz einfach. Ist mit Minzgeschmack. Klar, ist ein bisschen schärfer, manche mögen das gar nicht. Ich finde es angenehm, ist gar kein Problem. Vorher gut schütteln. Ja, ich finde es geil, ich werde es weiter nutzen. Kriegt ihr in der Apotheke. Ich packe euch den Produktlink in die Videobeschreibung, in die Kommentare. Wenn ihr echt heftig am Schnarchen seid, ist das eine Option. Es gibt auch diese Schnarchpflaster, die euch auf die Nase kleben können. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich selber habe so einen Flügel, den ich mir in die Nase stecke, der dann das Ganze öffnet. Aber auch das ist bei mir. Hat nicht wirklich geholfen und stört mich nachts eher. Deshalb also für mich Snorri's Rachenspray.